Ja, Jasmin, dein erstes Spiel heute im Allianzstadion vor so einer großartigen Kulisse. Wie war es für dich? Also, davon kann man noch träumen. Das ist ein Wahnsinn da. Also, die Leute machen eine Stimmung und da freut es dich einfach spielen. Du hast doch das einzige Tor von uns heute erzielt. Was ist dir da durch den Kopf gegangen? Also zu dem Zeitpunkt nicht viel, aber es war umso geil, einfach da mal ein Tor zum Schießen. Und gleich erst einmal da erinnern, kann man schon machen. Wie geht es jetzt weiter in den nächsten Wochen? Jetzt geht es mal in die Sommerpause. Was steht da am Programm? Leider arbeiten daheim. Urlaub kann ich mir gerade nicht leisten. Im Weinbau und in Marillen. Also dann noch die 3 Wochen hoffentlich wieder Fußball. Super, vielen Dank. Ja, Sandy, so kurz nach dem Spiel, 1:4 Niederlage gegen Nürnberg. Wie schaut die Gefühlslage aus? Ja, also ich glaube schon, dass wir uns natürlich mehr erhofft haben. Aber man muss im Großen und Ganzen echt sagen, dass das heute ein geiles Match war. Also wir sind einfach stolz auf die Mannschaft. Natürlich, besseres Ergebnis hätten wir schon rausholen können. Aber wir sind überglücklich, dass wir vor so einer Kulisse spielen konnten. Und es war einfach nur trotzdem geil, muss man sagen. Ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen, aber du hast die SK Rapid Frauen heute als Kapitänin aufs Feld geführt. Was ist dir da durch den Kopf gegangen? Vieles. Also erstmal Stolz, großer Stolz. Ich habe ja die Carina als Hauptkapitänin und ich darf Co-Kapitänin sein. Und ja, also für so eine Mannschaft überhaupt auf den Platz führen zu dürfen, ist einfach nur ein Riesenstolz und eine Riesenehre für mich. Ihr spielt jetzt auch noch nicht so lange miteinander in der Mannschaft, aber man merkt schon, dass ihr schon sehr eingespielt seid. Wie oder was könnt ihr da jetzt für Lehren draus ziehen aus dem heutigen Test für die nächsten Wochen und auch für den Meisterschaftsstart? Also ich finde, wir haben schon gut unser Spielsystem umgesetzt. Natürlich, ich glaube, jetzt hat für uns auch, obwohl wir keine Meisterschaft hatten, haben wir trotzdem immer Spiele gehabt und man hat jetzt schon gemerkt, gut, jetzt geht es schon in Richtung Pause, jetzt sind wir schon ein bisschen müde. Aber Kraft tanken heißt jetzt und dann wieder Vollgas dran arbeiten. Perfekt, vielen Dank. Ja, Katja, 1:4 Niederlage gegen Nürnberg. Wie schaut dein Fazit aus vom Spiel? Sportlich ist natürlich schwer, jetzt kurz und nachher. Ich finde, dass wir total auf Augenhöhe waren, dass das Ergebnis, glaube ich, nicht ganz die Leistungsstärke widerspiegelt. Wir hatten sicher auch deutliches Chancenplus. Wir haben ein bisschen gebraucht, ins Spiel zu kommen. Sind dann aber ab den 2 Gegentoren, die aus Umschalten gefallen sind, super reinkommen und haben auch eben unsere Chancen rausgespielt. Und ich glaube, die Mädels hätten sich mehr verdient. Ich glaube, es aber heute wichtig ist, dass wir gezeigt haben, wie wir auftreten wollen. Ich glaube, das hat man sehr, sehr gut gesehen. Und dass wir eben die Fans da hatten, die uns gepusht haben. Von dem her, Gefühlslage gut. Natürlich mit einem Sieg wäre es noch besser. Du hast die Fans angesprochen, war ja heute eine unglaublich tolle Kulisse hier in Hütteldorf. Was war das für ein Gefühl, bei so vielen Menschen an der Seitenlinie zu stehen? Ja, jetzt bin ich ja schon Profi, nachdem es gegen Dreiskirchen schon einige waren. Ja, es ist speziell. Es ist ein Highlight. Wir haben auch das natürlich gesagt, wir arbeiten dann eigentlich, jetzt haben wir 5 Monate auf das hingearbeitet, auf diesen Tag. Und ich glaube, die Mädels haben das sehr genossen. Und wir hoffen natürlich jetzt mit dem Ligaauftakt dann im September, dass wir auch viele Fans auf West 1 begrüßen können. Wie geht es jetzt weiter in den nächsten Wochen? Geht es jetzt gleich in die Sommerpause oder wie schaut der Plan aus für euch? Plan war ursprünglich noch eine Woche zu trainieren, aber ich glaube, wir sind sehr am Limit. Die Mädels haben wirklich alles rausgehauen. Wir werden jetzt freigeben, 4 Wochen und dann am 15. Juli wieder starten. Perfekt, dann eine schöne Sommerpause und vielen Dank. Danke.